grüße euch und herzlich willkommen heute mit News zu Thrones of Decay. Und zwar beginnen wir mit Tamukan und Nörgel. Vorher aber nochmal kurz andere News. Und zwar der Release ist am 30. April. Das wurde geleakt auf dem Epic Game Store. Sieht man dort jetzt aber nicht mehr. Und ist nicht das erste Mal, dass man das auf dem Epic Game Store sehen konnte vor Release. Ja, da gab es schon einige Beispiele. Dann wurde die Einheitenliste geleakt. Und das hatte auch der. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Segetariusa hatte das bei mir gepostet. Und da sieht man auch schon, dass der Free LC Lord, also den wir gratis kostenlos dazu bekommen, Epidemus sein wird. Das heißt, meine Hoffnung auf Boris Wüterich ist damit leider in einer Nörgelblase zerplatzt. Ja. Gut, ist dann ebenso. Und Joseph Buckmann ist jetzt nicht bestätigt, aber es gibt Hinweise, dass er doch noch kommen könnte, wenn wir Glück haben, wobei das eigentlich eher unwahrscheinlich ist, weil es wurde als Free LC nur ein legendärer Lord angekündigt und dieser legendäre Lord, der ist jetzt eben halt Epidemus. Ja, nichtsdestotrotz, auf dem Schiff, das man gesehen hat, auf dem Trailer, beim Trailer, da ist bei diesem Schild hier das Wappen von Buckmann zu sehen. Ja. Könnte jetzt natürlich doch noch sein, dass sie den doch noch mit dazu packen. Es wäre wünschenswert, ja, seine Einheiten sind ja auch schon im Spiel, die Buckmanns Kumpan. Und ja, vielleicht haben wir Glück und er kommt doch noch für die Zwerge. Gut, nun aber zurück zu Nörgel. Und zwar muss ich jetzt hier erstmal kritisieren, dass man, wie bei den anderen DLCs, nicht mehr dazu eingetragen hat, für welche Fraktion die neuen Einheiten sind. Ja, wir sehen zum Beispiel bei den Pestigors sehen wir nicht, dass die auch für die Tiermenschen sind, ja, was sie ja bestimmt auch sind. Oder bei den neuen Kommandanten und bei den neuen Nörgelhexer. Ja, da steht auch nicht, ob die auch für die Chaoskrieger sind. Ja, das gefällt mir jetzt hier nicht. Aber gut, wir beginnen mit Tamukan, den Mahnlord. Und da habe ich jetzt mal hier markiert, was jetzt Tolles an ihm ist. Und zwar ist er ein ziemlicher Tank. Die kombinierte Widerstandsfähigkeit eines Ogers, der von einer Leichenmade des Nörgel befallen ist, macht diesen legendären Lord schwer zu töten. Harter Schlagmann. Diese Einheit schwingt die Axt mit großer, bulliger Stärke und schlägt besonders hart zu und verursacht hohen panzerbrechenden Schaden. Den Namen Bube Bolos. Ja gut, der geht. Den kann man sich noch etwas merken. Ja, komischerweise, die Namen bei Games Workshop sind oft so komisch und trotzdem kann man sich die meistens merken. Ja. Manchmal weiß man auch gar nicht, wie die ausgesprochen werden, aber trotzdem kann man sich den Namen manchmal merken. Das ist irgendwie so ein komisches Games Workshop-Ding. Gut, Tamukan kann auf dem einzigartigen Krötendrachen Bube Bolos montiert werden, um ihn im Kampf und bei der Durchquerung zu unterstützen. Tamukans Häuptlinge, dazu kommen wir später auch noch, ein einzigartiger Kampagnenmechanismus, der sich darauf konzentriert, die stärksten Krieger zu rekrutieren und sich ihre Treue zu verdienen, um den ultimativen Sieg zu erringen. Hier ist er auch nochmal auf seinen Drachen. Und ja, es ist auf dem Schlachtfeld verfügt Tamukan über eine Reihe von Fähigkeiten. Zuerst das Fest des Mahnlords, eine passive Fähigkeit, die erst nach seinem Tod aktiviert wird, da ein letzter Versuch, sich an den Rändern festzuhalten, dem Opfer schweren Schaden zufügt. Diejenigen, die unter einer bestimmten Gesundheitsschwelle liegen, völlig tötet und Tamukan eine Sekunde gewährt wird, um wieder ins Getümmel zurückzukommen. Also ich verstehe das so und ich denke, so ist es auch gemeint, dass wenn Tamukan stirbt und der Gegner hat eine bestimmte Menge an Leben übrig, dann wird dieser mitgetötet.
Und wenn das passiert, dann ist Tamukan wieder da. Ja. Wie viele Leben der Gegner dann übrig haben muss, damit dieser Effekt aktiv wird, das steht hier leider nicht. Aber es klingt ziemlich cool. Mit Nurgles Lieblingssohn gewährt ihm diese aktive Fähigkeit Nahkampfverteidigung und einen erhöhten Abwehrwurf und die passive Fähigkeit Verwesener Wirt verringert die Waffenstärke und Führung derjenigen im Umkreis von 35 Metern um Tamukan herum, wobei letztere mit einem Ogre noch weiter verringert werden kann. Ja, und dann daneben steht Königreich, Klassiker, Hasebelcher. Das ist, da ist die Besetzung halt fehlgeschlagen. Nicht wundern. Für diejenigen, die es immer noch wagen, sich dem Maggot Lord zu stellen, wird sein aktiver Gegenstand Schwarzes Beil dafür sorgen, dass sie es bereuen, indem magische Angriffe deutlich erhöhten panzerbrechenden Schaden und eine Erhöhung des Grundwaffenschadens für alle Verbündeten in Reichweite gewährt. So, dann gibt es jetzt hier diesen Screenshot mit seinen Häuptlingen, die er freischalten kann. Das sieht doch alles ziemlich cool aus. Die haben auch übrigens, wobei der erste hier, das ist der neue legendäre Held. Der hat hier auch besonderen Talisman, das sieht man hier schon. Und man braucht eine gewisse Ressource natürlich, um das alles freizuschalten. Und das ist wahrscheinlich die hier oben. Und die nennt sich Dominanz. Also die hier oben links. Aber wie man hier auf jeden Fall sieht, kann man eine Menge freischalten. Tamukan kann die Treue vieler Häuptlinge aus verschiedenen Kulturen der Warhammer-Welt gewinnen und sie unter einem einzigen Banner vereinen. Seinem Banner. Ja, zuerst hatte ich da jetzt hier, als ich das erste Mal gesehen habe und hier so ein bisschen gelesen habe, dann dachte ich, die kann er erwecken, aber die sind dann nicht unter seinem Banner, also die laufen als Verbündete rum. Dachte ich zuerst zumindest, aber hier steht ja ganz eindeutig, dass sie unter seinem Banner marschieren, ja, sodass er, dass er sie halt vereinen kann. So, Dominanz, das ist ja die Ressource hier oben wahrscheinlich, links. Die wichtigste Ressource wird durch den Sieg in Schlachten erlangt. Dieser Betrag muss ausgegeben werden, um Häuptlinge zu erwerben, ihre Fähigkeiten zu aktivieren und ihre Einheiten seinem eigenen Rekrutierungspool hinzuzufügen. Die Treue eines Häuptlings wird erhöht, wenn er Maßnahmen ergreift, die dieser Häuptling gutheißt, sei es das Überfallen von Siedlungen, der Zerstörung von Städten oder das Auslöschen verschiedener gegnerischer Kräfte von der Karte. Wenn Tamukan zum Beispiel einen hingebungsvollen Häuptling von den Chaoswägen sucht, sollte er am besten den gleichen Hass auf die Skaven zum Ausdruck bringen, wie sie. Ja, das macht die Diplomatie übrigens auch sinnvoll, ja. Wenn ihre Treue zunimmt, kann Tamukan von Gunsteinheiten und Spezialfähigkeiten profitieren, was in einem mächtigen thematischen Questkampf auf seinem Weg zur grenzloser Loyalität dieser großen Krieger gipfelt. So viel also zu seiner Mechanik. Ob er jetzt zusätzlich die Mechanik hat mit den ganzen Seuchenkram, das wird übrigens auch alles überarbeitet, das zeige ich euch gleich noch. Das steht hier nicht. Ich glaube, er hat das nicht. Ich glaube, er hat nur diese Mechanik hier. Ja, und das mit den Seuchen, das hat er nicht, weil dafür ist er nicht bekannt. Ja, er ist bekannt für seine Kriege und für seine Krieger. Aber für Seuchen ist er nicht bekannt. Aber vielleicht hat er das ja trotzdem. Das wird man dann sehen. So, Kais der Befleckte. Das ist der neue legendäre Held für Nurgle. Und hier heißt es, im Kampf ist Kais ein Panzer. Was mich nicht wundert. Seine Gesundheit regeneriert sich im Kampf, was mich auch nicht wundert. Und dank seiner passiven Fähigkeit verderbtes Fleisch erhält er einen erhöhten Abwehrwurf, wenn er über einen bestimmten Gesundheitsschwellenwert liegt, was es schwieriger macht, ihn zu besiegen. Das sind jetzt alles typische Nörgelfähigkeiten. Kais reitet immer auf einem Wattbeast und hat Zugriff auf Befohlen Charge, eine passive Fähigkeit, die natürlich beim Angriff ausgelöst wird und ihm und seinen Verbündeten in der Nähe erhöhte Geschwindigkeit und einen erhöhten Angriffsbonus verleiht.
während er den Gegner seine Attribute Angriffsverteidigung versus Groß entzieht. Außerdem kann Kais mit seinem Gegenstand Schwert des Schmutzes, komischer Name auf Deutsch, Verfall auf diejenigen übertragen, die er angreift und die mit verringerter Nahkampfverteidigung und Rüstung belegen. So, jetzt kommen wir zu den anderen Einheiten. Ja, wie gesagt, hier steht leider nicht, für welche Fraktion genau sie sind, aber ich denke mal, sie sind hier auch für die Chaoskrieger und die Pestigos, die wir hier gleich sehen werden, die sind bestimmt auch für die Tiermenschen, ja, also wenn nicht, dann wäre das schon ziemlich bitter. So, der Chaos Lord of Nurgle, der hat hier übrigens ein Schild und ein Schwert. Mit einem Schwert, einem Schild und einer Vielzahl von Reittieren ist der Chaos Lord von Nurgle ein robuster und kräftiger Krieger mit einem erhöhten Gesundheitsvorrat. Als schwächende Einheit fügt dieser Lord dem Feind Giftschaden und Angst zu, während er in der Nähe befindliche Truppen stärkt, indem er ihn mit What or Die Boni auf Führung und Nahkampfschadenreflexion verleiht. Aber wer könnte die Waffe vergessen, die er sucht? Der Vater der Klinge, angeblich der erste jemals geschmiedete Schwert, ist eine aktive Verstärkung, die der Chaos Lord von Nurgle erwerben kann, um seinen panzerbrechenden Schaden zu erhöhen und den Nahkampfangriff naher Feinde zu verringern. Der wird auf jeden Fall einiges aushalten, der gute Dude. Und als Helden bekommen wir den Chaoszauberer von Nurgle. Ja, das ist halt ein normaler Chaoszauberer, ne? Der kann auch die Verbündeten mit seiner Regeneration heilen. Ja, der kann natürlich auch die Verbündeten mit der Lehre des Nurgle heilen und er kann gleichzeitig, also er kann die Lehre von Nurgle haben oder die Lehre des Todes, die kann er auch haben. So, ansonsten gab es da jetzt nichts weiter Großes zu erwähnen bei ihm. Die Pestigoan, die sind hingegen wiederum etwas interessanter. Wir hatten ja bei Shares of Change Zangors und demzufolge bekommen wir jetzt natürlich Pestigoas, ja. In der Hitze des Gefechts schwächen Pestigoan nicht nur ihre Feinde, sondern stehen mit ihrem eigenen robusten Haut und ihren Muskeln standhaft und verfügen über für eine Infanterieeinheit über einen hohen Gesundheitsvorrat. Mit ihrer bevorzugten Waffe, einer zweihändigen Großaxt, sind die Pestigoan-Meister darin, Rüstungen zu zerschlagen und sie mit einem einzigen Schlag zu durchbohren. Dann können die hier die, beziehungsweise sie haben die Tränen des Nurgle. Diese passive Kettenhexung, also so ein Kettenfluch, kann nur einmal ausgelöst werden und wird aktiviert, wenn sie sich in Reichweite einer feindlichen Einheit befindet, was zu infektiösen Sekreten aus jeder Körperöffnung führt, die den Gegner verlangsamen, bevor er sich in seinen Reihen ausbreitet. Dies macht sie zu einem erstklassigen Kandidaten für den Vanguard-Einsatz, einer weiteren wesentlichen Merkmal der Pestigoas. Die scheinen auf jeden Fall gar nicht so schlecht zu sein. Und dann gibt es noch Seuchen-Oger, ja, habe ich jetzt hier nichts markiert, weil die können natürlich eine Menge ab und die können auch gut austeilen, ne? Wie man sich Seuchen-Oger eben halt vorstellt. Ja, dann die, ja, hier steht Rotte-Ritter, aber ich finde hier den englischen Namen besser, die What Knights. Und das Ziel eines Rottenikes besteht darin, große Ziele auf dem Schlachtfeld festzuhalten und ihre Gesundheit zu zerstören, indem er mit seinen riesigen Klauen und einer einhändigen Lanze wirkungsvolle Antilatsch-Angriffe ausführt. Mit Regeneration haben die Rottenikes eine Schwäche gegenüber Flammen, können aber im Laufe der Zeit ihre Gesundheit wiederherstellen und sich im Eifer des Gefechts über eine erhöhte Nahkampfverteidigung freuen. Die sind bestimmt auch ziemlich heftig. Und wie viele das hier sind, das steht hier auch leider nicht. Das wäre auch nochmal interessant zu erfahren. So, als nächstes kommen wir dann zu den Gallentrollen.
Gibt es auch schon in Warhammer Vermintide 2, aber ich finde, hier sehen die ein bisschen anders aus. Also die sehen ja auf jeden Fall etwas grünlicher aus, ja, als in Warhammer Vermintide 2. Aber gut. Im Schatten der Chaoswüste hat Nörgel diese Trolle im Visier infiziert, ihr Fleisch dringt tief in ihre Eingeweide ein und schenkt ihnen einen Segen, der sie hätte verzehren sollen. Dieser Segen ist ein Segen für ihre inhärente passive Regeneration im Kampf und ermöglicht es ihnen, Wunden abzuschütteln, während sie ihre eigene beschädigte Haut abzieht, beziehungsweise abziehen und durch neu ersetzen. Mit Giftangriffen auf ihrer Seite können die Stacheltrolle, beziehungsweise Gallentrolle, sorry, jedem Feind, indem sie sich nähern, Angst einjagen und mit ihrer einhändigen Klinge direkt durch ihre Rüstung ringen. Ja, hier steht manchmal Stacheltrolle, also Bildtrolls, weil das waren wahrscheinlich mal in der Vergangenheit Stacheltrolle, ja, bevor sie zu Gallentrollen wurden. Bei all dem Befall, der sich unter der Oberfläche abspielt, können die Gallentrolle ihn mit dem Hexeffekt, also mit dem Flucheffekt, ätzende Galle austreiben, wodurch die Rüstung und das Fleisch ihrer Gegner weicher werden und die Nahkampfverteidigung ihres Opfers sinkt, um sie leichter zu töten. Und zu guter Letzt, übrigens die drei Regiments of Vaynorn, Regimenter, die sind hier nicht mit dabei. Finde ich auch sehr schade. Aber jetzt kommt erstmal der Krötendrache. Und der Krötendrache, ein seltenes, sehendes Monster für Nörgel, bringt ein gedankenloses Maß an Hunger und Gewalt über alles, was ihm in den Weg kommt, indem er Fleisch mit seinem Atem schmilzt oder Opfer mit seinem Gewicht zerquetscht. Diese große, massige Kreatur ist darauf spezialisiert, selbst die kompaktesten Formationen zu durchbrechen und ist Nörgel die bislang größte und teuerste Einheit. Mit seiner hohen, hier steht jetzt Raketenresistenz, aber das ist falsch übersetzt. Also Fernkampfschadenresistenz ist der Krötendrache nahezu unbesiegbar. Aber es ist das, was ihm steckt und das ihm wirklich zu etwas macht, dass man fürchten muss. Mit einer aktiven Fähigkeit unaussprechliche Verdorbenheit speit der Krötendrache einen Schwall fleischrotenden Schreckens aus, verursacht Explosionsschaden und fügt seinen Opfern giftige Verbrennungen zu, während ihre Haut in Schichten abrutscht und ihre Organe flüssig werden. Der Verfall ist nur ihre geringste Sorge. Ja. So sehen die Viecher aus. Ich kann mir vorstellen, dass das eine T4 oder eine T5 Einheit ist. Na, wenn das die teuerste Einheit bei Nörgel ist. So, dann gibt es noch Nörgel Legacy Updates, nennt man das hier jetzt. Ja, es gibt jetzt einfach auch Nörgel Updates. Und zwar wird bei Nörgel allgemein jetzt die Plagenmechanik, die wird verbessert. Dazu gibt es hier kurz etwas zu sehen. Und damit endet das auch schon wieder. Und zwar haben wir hier deutlich mehr Modifikationen zur Auswahl. Aber das wird jetzt hier nochmal genauer beschrieben. Und zwar, Seuchensymptome existieren jetzt in einem Netz, wobei bestimmte Symptome miteinander verbunden sind, sodass sie drei davon kombinieren können, um eine Seuche zu erzeugen, wie man hier eben gesehen hat. Die Benutzeroberfläche wurde neu gestaltet, was man hier auch sieht, um besser darzustellen, wie sich diese Seuche sowohl auf Nörgel- als auch Nicht-Nörgel-Fraktion auswirken wird. Positiv für Nörgel, negativ für alle anderen. Die Position der Symptome innerhalb des Seuchennetzes verschiebt sich mit jeder dritten Seuche. Ihre erste Seuche lässt also möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den Symptomen zu, die für Nachschub, Wachstum und Rekrutierungsgesundheit sorgen,
Aber im nächsten Zyklus können diese Symptome nicht annähernd beieinander liegen und sie müssen aus dem, was zur Verfügung steht, neue Seuchen heraufbeschwören. Aus diesem Grund wurden Sonderkombinationen entfernt. Er führt eine neue Art von Symptome ein, gesegnete Symptome. Diese werden zufällig zugewiesen und ändern sich mit jedem Seuchenzyklus. Und der Wirkung eines Symptoms wird verdoppelt, solange es gesegnet ist. Die Wirkung. Seuchen können jetzt mit erhöhter Wirkung mutiert werden. Erhöhung der Spread Chance, Verlängerung der Dauer und vieles mehr. Seuchen haben jetzt eine Immunitätsperiode, sodass diejenigen, die von Seuchen betroffen sind, nicht ständig unter der Wirkung stehen und zwischen den Anfällen eine Atempause haben. Und weiter heißt es hier bei Kugas. Kugas profitiert stark von diesem System. Er ist in einzigartiger Weise in der Lage, viele gesegnete Symptome gleichzeitig aktiv zu haben, was es ihm ermöglicht, viel furchterregende Krankheiten als seine Kollegen heraufzubeschwören und die Welt mit unheiligen, ansteckenden Kombinationen zu dezimieren. Hellmann Gewurz würde sich wünschen, er hätte sich woanders niedergelassen. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es diese Mechanik auch für Tamukan geben wird. Für den Kugas auf jeden Fall und für den Epidemus, über den werden wir sicherlich auch noch etwas erfahren, für den mit Sicherheit auch auf jeden Fall. Aber wie gesagt, legendäre Symptome kann halt gleichzeitig nur der Kugas haben. So, was ändert sich sonst noch bei Nörgel? Und zwar haben wir jetzt hier noch die zyklischen Gebäude. Und hier heißt es, Militärgebäude sind immer noch zyklisch, aber alle verbleibenden Gebäude sind jetzt statisch, wie die anderen Fraktionen im Spiel. Militärgebäude kosten jetzt Infektionen statt Staatskasse, um die Entscheidung zwischen der Verbesserung der Infrastruktur und Rekrutierung von Streitkräften zu erleichtern. Wir haben nach dieser Änderung einen Wirtschaftsübergang für die Gebäude vorgenommen, um die schwierige finanzielle Situation von Nörgel zu verbessern und es den Spielern zu ermöglichen, das Schatzkammergebäude zu wählen, anstatt ihren Wirtschaftsgewinn auf alle Ketten aufzuteilen. Das war ja auch immer so ein Problem, das Geld am Anfang, wenn man Nörgel angefangen hat, kann ich mich gut dran erinnern. Dann heißt es hier noch, Ressourcengebäude wurden grundlegend überarbeitet, Kultgebäude wurden in einem Effektdurchgang unterzogen, also die haben jetzt andere und verbesserte Effekte wahrscheinlich. Und die verbleibenden zyklischen Gebäude können jetzt durch das Ausgeben von Infektionen überstürzt werden. So, dann Rekrutierung. Was ist das Problem mit dem aktuellen System? Die einzigartige Rekrutierung von Nörgel ist derzeit zu straffend für den Vorteil einer sofortigen Rekrutierung. Ja, habt ihr sicherlich alle mitbekommen, wenn ihr mal den Kugas gespielt habt. Achso, ja, natürlich, und das hier oben mit den Plagen, das wird wohl auch Dr. Festus, der wird das wohl auch haben. Den habe ich jetzt ganz vergessen. Aber zurück zur Rekrutierung. Was ändern wir? Rekrutierungskosten und Rekrutierungsgesundheit sind jetzt an die Nörgel-Korruptionsstufe der Provinz gebunden, in der die Streitkräfte rekrutieren. Bei 30%, also beziehungsweise ab 30% Gesundheit. 30% Gesundheit bei 0 Korruption. Also da werden die dann gleich mehr Gesundheit von Anfang an haben. Weil das jetzt, wie hier bereits geschrieben, an die Nörgel-Korruptionsstufe gebunden ist. Und 60% Gesundheit und minus 50% Rekrutierungskosten bei 100 Korruptionen. Ja, klingt jetzt insofern erstmal ganz gut. Ich hätte mir da gewünscht, dass es da irgendwie noch eine Zwischenstufe gibt, aber okay, 60% Gesundheit ist ja auch schon ziemlich mächtig, wenn man hier 100 hat. Ja, und im Spiel dauert das ja gar nicht mehr so lange, bis man 100 Nörgel-Korruption
in einer Siedlung hat. Ja, das dauert ja nicht mehr so lange wie bei Todelwurf auch mal zwei damals mit der Chaos-Korruption. Durch die Hinzufügung von Schnellbauarbeiten, bisschen komisch übersetzt, sollten zyklische Gebäude dazu beitragen, die Rotierungspools zu Beginn des Spiels aufzufüllen. So, beim Technologiebaum gibt es auch eine kleine Änderung. Der Technologiebaum von Nurgle ist jetzt in zwei verschiedene Gruppen unterteilt. Eine konzentriert sich auf das Militär und eine andere auf die Kampagnen-Fraktionsboni. Auch das Layout wurde überarbeitet, um den Fortschritt im Technologiebaum übersichtlicher und einfacher zu gestalten. So, dann Fähigkeiten der Armee. Was sind die Probleme im aktuellen System? Zuvor erhielt Nurgle Armee-Fähigkeitspunkte basierend auf der Menge des erlittenen Schadens. Wir hatten das Gefühl, dass dies den Nurgle-Spielern nicht genug belohnte und wie ein Trostpreis für den Verlust von Einheiten wirkte. Was ändern wir? Nurgle erhält jetzt ein passives Einkommen und Anfähigkeitspunkte der Armee für jede feindliche Einheit auf der Kampfkarte, die derzeit von einem negativen Effekt oder Debuff getroffen ist. Dies passt zu Nurgles Spielstil, Schwächungen und Kontakteffekte zu verbreiten, macht sie sowohl für Kampagnen als auch für Schlachten noch begehrenswerter. Finde ich insofern ganz gut. Klingt zumindest auch alles ganz gut. Und falls ihr hier bei mir gerade so ein paar komische Nebengeräusche hört, wundert euch bitte nicht, dass es bei mir, wir ziehen gerade gegenüber von mir welche ein. Ja, die sind ein bisschen laut. So, und vielleicht wartet noch ein weiterer legendärer Lord von Nurgle in den Startlöchern. Ja, das habe ich jetzt ja schon am Anfang enthüllt. Das ist ja der Epidemus. Und was kommt jetzt als nächstes? Wir werden nächste Woche mit einem Blick auf die neueste Version des Imperiums Elspeth von Dwarken zurück sein, bevor wir uns in der darauffolgenden Woche mit dem Malakai Makaison der Zwerge befassen und unsere Enthüllungen in der darauffolgenden Woche abschließen, indem wir uns mit einigen kostenlosen zusätzlichen Inhalten befassen, die in 5.0 erscheinen, einschließlich der schicksalhaften Nemesis-Krone und eines legendären Lords. Ja, mit dem legendären Lord ist wohl der Epidemus gemeint. Die Nemesis-Krone, die wurde ja auch angekündigt. Die kommt auf jeden Fall auch noch mal extra als Spielmechanik dazu. Na, die soll ja ungefähr so ähnlich sein wie die Klinge des Kane. So, ja, das war's auch mit Nurgle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst auch gerne ein Like und ein Abo, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.